Der Wachs ist jetzt geschmolzen. Ich nehme hier das Glas mit dem Band da drin. Ich habe hier noch so Deko-Sachen, und zwar eine Muschel. Die tue ich in das Glas mit rein, so an die Seite, dass man das dann auch so sieht. Und mehr am Rand des Glases stelle ich das rein. So. Dann tue ich da noch ein bisschen Kieße unten auf dem Boden zur Deko. So. Dann stellen wir das wieder mittig hinein. Ziehen einen Handschuh an, weil die Dose bestimmt ziemlich heiß ist. Und kippen das Wasser, also das Wachs. Hinein, man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Ich nehme am besten nochmal eine Unterlage und schütten es langsam hinein. So. Soweit fertig. Das lassen wir dann so stehen, bis es dann fest geworden ist. Man kann eventuell noch ein Stück bis oben hin einfüllen mit einer anderen Farbe, nachdem es getrocknet ist, oder man benutzt es so. Das wäre jetzt eine Idee von einer alten Kerze oder alten Kerzenresten eine neue zu machen.